Menschen, Themen, Argumente, herzlich willkommen zu dem Talk. Es geht um Sport, es geht um Korruption, es geht um Boykott und hoffentlich geht es auch um sportliche Komponenten. Bei mir der Roland Rino Büchel, Vizepräsident von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat und mit Sport schon immer ein bisschen verbunden gewesen, auch beruflich, wenn er nicht Politiker war. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was du mit Sport zu tun hast vorher? Ja, ich war in den 90er Jahren bin ich Leiter vom Sponsoring von der Skinazi. Die Käsezüge kennt man sicher noch. Verschiedene Olympiaden sind gefahren worden mit dem Olympischen Spiel, wo wir sagen, nicht Olympiaden. Zum Beispiel Lillehammer, Nagano und auch andere. Und ich habe aus dem Sport, vor allem im Fußball, im Marketing vor allem damit zu tun. Ich war bei verschiedenen Grossanlässen, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dabei gewesen, in ganz verschiedenen Funktionen, meistens aber im Marketing. Du hast also gesehen, wie Millionen durch die Hände fließen und durch die Hände. Man hat schon vieles gesehen. Vor Ort ist es natürlich anders. Die Sachen, die fließen oder nicht sauber fließen, die sieht man natürlich dann nicht, weil das passiert mal ein paar Jahre vorne, wenn die Spiele vergeben werden. Das sind normalerweise bei den Olympischen Spielen sind 7 Jahre vorne. Also zum Beispiel jetzt Sochi ist im, was sind wir heute, 14, im 2007 in Guatemala vergeben worden. Für im 2015, nächstes Jahr, vergibt man 2022, wo ja St. Moritz noch dabei war und das Volk nicht mehr wollte. Warum vergibt man denn überhaupt eine Art wie Sochi? Also mit was hängt das zusammen? Ja, es hängt natürlich damit zusammen mit den Leuten, die vergeben. Dass man mal wissen, wer ist das, der das Spiel vergibt. Das sind bei 115 Mitglieder, IOC-Mitglieder und da hat es ganz lustige Gesellen darunter. Relativ wenig, die von Wintersport eine Ahnung haben. Ich habe mal eine Liste, kann man mal führen, wenn wir uns anschauen können. Es gibt ja, also sehr super, ja, kompetente und saubere Leute, die mit dem zu tun haben. Das ist Gianfranco Casper von der FIS. Ja. Also der hat ja selber jetzt auch gesagt, dass er dem noch wieder angeht und so. Ja, er hat gesagt, von 50 Milliarden, die Sochi eingesetzt werden, wird etwa 30%, ein Drittel, 15 Milliarden rund für Korruption eingesetzt. Und aus deiner Sicht, deine Erfahrung, nicht einfach nur etwas, was jetzt einmal publiziert, sondern etwas, was wirklich glaubwürdig ist, dass er das gar nicht gecheckt hat, dass so etwas könnte passieren. In dieser Größe habe ich es noch nie gehört, aber wenn ein Gianfranco Casper da sagt, dann sagt er sicher nicht grundlos. Also, aber es wird, denke ich, auch eine Aufgabe der Journalisten sein, nachzubohren, warum das ist. Hat ja auch Leute, ein Dölle Vogel hat auch gesagt, gerade vor 2 Wochen im Club. Das war im Club, der keine Frage war. Ja, und da hat er gesagt, und sie gefragt hat, ja, ist denn da etwas gelaufen? Sie sind nicht nur gelaufen, geflossen, wisst ihr. Und ja, das ist natürlich wichtig, da muss man hinterher neu gehen. Mhm. Aber jetzt haben wir Leute wie Gianfranco Casper, jetzt Leute, aus dem, die im Wintersport sicher kompetent sind, den René Fasel, das ist der Präsident vom Internationalen Eishockey und Schweizer. Sommersportspezialisten, der sicher daraus kommt. Viele sagen, es sei mein Lieblingsfreund, der Sepp Blatter. Mhm. Der hat einiges übrigens gemacht in der FIFA. Das ist Korruption ein kleines Problem, so schon, ganz klar. Und dann kommen schon die lustigeren Typen, die Adligen. Der König Wilhelm Alexander von Holland, der ja, ist König geworden letztes Jahr. Vorher hat man gesagt, Prinz Bierchen, weil er gerne mal das genommen hat. Dann die Schwester, die ist 77, vom König Juan Carlos von Spanien. Prinzessin Nora von Liechtenstein, ganz in der Nähe. Aber wenigstens irgendwie, die hat noch eine Affinität zum Wintersport. Bei anderen ist es schon schwieriger. Scheich von Kuwait, Großherzog von Luxemburg, der jordanische Prinz und so weiter, also viele Leute aus dem mit Bau und Blut. Dort werden der Sport Exoten, jetzt wird es wirklich ganz lustig. Ein ehemaliger Handballer aus Djibouti, ein Hausarzt von der Fidschi-Inseln. Und wir reden immer noch von dem Komitee. Winterspiel, das ist ein Komitee, das Winterspiel vergibt, wo man wissen, ob es Sinn macht, hierher zu gehen, ob die Verhältnisse gut sind, ob es eine gute Piste ist, ob der Verkehr noch klappt, wenn sie mal einen halben Meter Schnee reinwerft in einer Nacht. Das sind die Leute, die das beurteilen. Oder? Geht aber noch weiter, wird noch interessanter. Ein ehemaliger Cricketspieler aus St. Lucia in der Karibik, Synchronschwimmer in Fuaruba in der Karibik, und dann Leute, die wirklich nachweislich korrupt sind. Der Herr Diak aus dem Senegal, der Präsident der Leichtathletik. Der Herr Hayatou aus Kamerun. Und der Sepp Blatter sagt, es gibt noch viel weitere Korrupte. Sepp Blatter ist auch nie als IOC-Mitglied. Er hat das auch gesagt. Dass 90% von der Korruption, die immer im Fußball angelastet hat, nichts mit dem Fußball zu tun hat, sondern mit anderen Sportarten, wo zwangsläufig das IOC muss sein. Also wenn das stimmt. Da gibt es ein Interview, da gibt es ja Zahlen, oder? Könnt ihr vielleicht gerade mal bringen, wenn wir bei dem sind. Also Sepp Blatter hat da geredet, etwas von über 200 Fällen, die aber eben langweit nicht einfach den Fußball nur betreffen. Ja, also er spielt wahrscheinlich auf die 142 Millionen ISL, die geschmiert worden sind, vom 89 bis 2001 an. Und da hat man immer einfach am Fußball angelastet. Und da sind die fast 200 Zahlen,
die sagen bei weitem zum höchsten Teil, bei 90% sagt er, nicht Fußball, sondern andere Sportarten. Und andere Sportarten können ja nur die sein, die Partner sind von der ESL und wo es um grosse Summe geht. Und das ist am Schluss COC, ein bisschen Basketball, Schwimmen, aber das sind viel kleinere Summen. Also müssen gemäß Anklage, sehr Platter, hochkorrupte Leute in dem IOC innen hocken. Mit anderen Worten, die Schmiererei gibt es ja nicht nur im Fußball, den wir jetzt angelastet, sondern eben natürlich auch andere Sportarten. Ja. Und dann die Frage war ja, warum wäre das Spiel manchmal ein bisschen komisch, ja, dann vergehen. Das könnte mit ein Grund sein. Jetzt haben wir trotzdem, wenn wir einfach mal darauf schauen, da bei unserer Einspielung, die wir haben, also wir haben jetzt hier, seht ihr rechts, oder? Der Simon Amann, der war das erste Mal Fahnenträger, da haben wir übrigens noch so ein Rechtschreiben-Dings. Also du bist ja mehrsprachlich begabt, oder? Wenn wir das jetzt mal so anschauen, da ist zum Beispiel Sochi, wird es da Sochi geschrieben, dann gibt es mit TSCH, mit TCH, ja. Da wird der Simon Amann, der jetzt erst mal Fahnenträger ist. Also wie schreibt man das Sochi jetzt eigentlich? Also auf Russisch ist es Sochi, Sochi, so wie man sieht in der Rinnen. Auf Deutsch ist die meiste Formel Sochi, SCH. Und auf Welsch oder auf Englisch ist dann Sochi. Aber das ist eigentlich ist ja nicht mehr falsch, sondern eine entsprechende Sprache. Ist ja viel Russisch, ist ja Basis, ist Kyrillisch. Und wenn man es übersetzt, dann sieht es ein bisschen verschieden aus. Aber es ist also, da muss sich niemand schämen, der irgendetwas schreibt. Das ist alles irgendwie. Richtig. Ah, aber immer eine Sache wie Latifergabe, oder? Das ist eigentlich eher so wie im Badekurort, hat man noch mal gehört, oder? Ja, also Sochi selbst ist ja. Im Schwarzen Meer. Ja. Wunderbar. Bin ich nie dort gesehen, weil die Leute, die dumm waren und man es gesehen haben, muss wirklich wunderbar gelegen sein. Das Gebiet selbst ist etwa 60 km weg, wo man Skifahrt. Und das ist, abgesehen davon, ist durchaus geeignet, offenbar für die Piste. Was ich glaube, wo immer das Problem ist, und das habe ich schon mehrere Orte gesehen, Nähe zum Meer, also da ist das Wetter einfach relativ unkonstant. Aber von der Piste her so habe ich jetzt keine Bedenken. Eishalle und so weiter ist es so. Kein Problem, ist vielleicht ein bisschen lustig, wenn man da draußen kann baden und dann spielt man ist okay. Das gibt es Dubai auch, da gibt es an anderen Orten auch. Also da ist wahrscheinlich nicht so ein Problem. Das Problem ist eher, dass auch nichts da war, dass man alles für 50 Milliarden, haben schon gesagt, aus dem Boden gestampft hat. 50 Milliarden, das ist gleich viel wie die Schweiz, die Eidgenossenschaft, in einem Jahr für alles ausgibt. Der ganze Streets läuft. Also das sind unglaubliche Summen, die jetzt halt Herr Putin hat wollen investieren mit dem Alkohol. Was vielleicht auch noch glatt ist. Wo man zum Teil auch sagt, die Summen sind nicht nur für den Wettkampf investiert worden, sondern eben auch noch für andere Sachen. Und der Putin hat noch einen Haufen Geld anderen zugewiesen. Aber was denkst du selber jetzt mal abgesehen von Kasparen und so? Ja, also wenn es muss nicht jemanden verteidigen, aber wenn es natürlich derge Riesenvolumen investiert wird, irgendwo auf der Welt, dann glaube ich nicht, dass es immer super geht. Ist ja logisch. Ist auch gar nicht kontrollierbar. Also, ja, ist schon kontrollierbar, aber von weiter weg nicht. Und bei derge Vergaben, vor allem in staatlichen Stellen vergehend, dann ist die Gefahr, dass es nicht super ist, vorhanden. Der andere Teil ist natürlich, was braucht man, um das Spiel selber durchzuführen? Und das sind nur Sicherheitskosten. 3 Milliarden Franken. 3 Milliarden Franken, also muss ich aber rechnen, pro Athlet sind rund 3000 Athleten. Da heißt 1 Million Sicherheitskosten pro Athlet, inklusive Ersatzgoalie von der Frauen-Eishockey-Mannschaft, von irgendeiner Exoten-Mannschaft, die nie auf dem Eis steht. Also, das sind unglaubliche Summen, die man braucht. Abgesehen vom Investieren, lassen wir da mal weg. Der Gianfranco Casper hat eine Zahl von 13 Milliarden genannt, nur für Story führen. Das ist natürlich eine unglaubliche Summe. Gehst du eigentlich? Ich glaube nicht, nein. Wärst du eingeladen? Nein, und wenn ich eingeladen wäre, ging ich nicht auf Einladung, wenn schon also das vermag ich noch den Zahl. Aber boykottieren tätest du es auch nicht? Nein, eben das ist also ein super Thema, Boykott. Wer boykottiert? Also international ist das eine wahnsinnige Diskussion. Zum Beispiel Herr Roland von Frankreich, der hat ein Handelproblem, der geht einfach nicht, der geht nicht, dass der gross boykottieren muss. Die Deutschen sagen jetzt auch, die haben natürlich politische Agenda. Und der Lustigste finde ich noch der Präsident Obama von den USA, was er boykottiert. Nur, jetzt muss man wissen. Ist ja gerne nicht gegangen, oder? Eigentlich. Einmal, ja. Also während des Spiels, ist der Eröffnung ein amerikanischer Präsident, Salt Lake City, der Bush. An der eigenen Spiele, er hat gesagt, ja, die Klar, die Games opened und ist nachher wieder gegangen. Also nicht gehen und boykottieren ist ein grosser Unterschied. Aber jetzt hat man halt gemerkt, dass man da auch Geschichte drum machen und homosexuelle Rechte und so weiter. Auf die Gefahren, oder? Ja, ja. Aber also ein Nichtgehen ist nicht das gleiche wie ein Boykott.
Wir haben hier ganz kurz einen Artikel aufgeschaltet und gesagt, das ist einer, der von dir jetzt ist, der dann erscheint, glaube ich, dem nächsten Mal, oder? Da geht es Milliardengeschäfte und Gratistouristen. Also du tust dich auch äußern. Du bringst dich auch zur Sprache, dass Vanessa May, die Stargeigerin, mhm, oder? Wo gab das beste Resultat, eben mal in so einem Juniorenrennen, irgendwie bezüglich, also sagt mir nicht mehr so, Juniorenmeisterschaften, hat am 6. Platz dort gemacht, hat also dort auftreten, aber die treten wirklich auf, oder? Also. Die Fahrt ist die Nummer 3800 und irgendetwas auf der Weltrangliste. Ja, sie fährt, sie hat wirklich einen 6. Rang, das slowenische Juniorenmeisterschaft, ja, vor wenigen Wochen. Bei der slowenischen Junioren-Weltmeisterschaft. Junioren-Weltmeisterschaft. Nein, in der lokalen. Ja, irgendwo hat sie dort ihre Fisspunkte geholt. Aber es gibt natürlich ein bisschen Glamour. Ich meine, es ist nicht die Onze. Costa Cordalis, der Schlager sein, der Griech ist auch schon mal gestartet. Ja. Dann gibt es den Prinz Albert, der ist ein Bob, nicht einmal so schlecht gefahren. Ja, Hubertus von Hohenlohe kennt man natürlich auch. Der fährt auch Jahr wieder, ist glaube ich bei 55 in der Zwischenzeit. Wobei der ist also sportlich, der hat dann noch einiges zu bieten. Kennen wir noch persönlich relativ gut. Das ist jetzt nicht ein Exot, der sonst mit dem Sport nichts zu tun hat. Aber Vanessa May, das ist klar, die ist dann sicher auch interessant für die Werbewirtschaft und macht Freude. Sie ist auch noch sehr eine attraktive Dame. Ja, brennt sie gerade da, oder? Also gut, also da. Ja, da streichelt sie jetzt den Magen natürlich, oder? Es ist auch sehr aktiv natürlich. Also sportlich ist auf jeden Fall, auch wenn sie Geige spielt, oder? Mhm. Oder? Und aber wenn man so, wenn man jetzt ehrlich ist, das ist ein Magnet, oder? Aber auf der anderen Seite natürlich, es braucht auch Mut, oder? Jetzt auch, also, ja, absolut. Das hat man so mitgemacht, oder? Absolut. Und gut, früher hat man es ja noch gesehen und dann ist es zum Teil gefährlich geworden, wenn sie abgefahren gefahren sind. Ja. Und Slalom, Riesenslalom, und sie startet für Thailand, Thailänderin, Chinesin, Engländerin, glaube ich, startet für Thailand, die hätte zu Hause keinen Startplatz. Also von dem her, die Art Exoten findet sie nicht immer so schlimm. Touristen sollte es nicht haben. Schweizer, also ein Schweizer, der nicht irgendwo kann Führung fahren kann, der sollte nicht als Tourist abgehen. Ähnliche Politiker nicht als Tourist, der sollte nicht als Tourist funktionieren. Ja gut, hätte doch gerne keine Chance, oder natürlich. Der kennt gerne ein Schweizer. Ja, also jetzt mal Qualifikation anschauen, zum Teil. Also so Leute, da sind wir noch schon beim Touristischen, das muss man schon sagen. Aha. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Ja, aber als Schweizer bist du, du müsstest eine Qualifikation schaffen, dann kannst du mitmachen. Ja, nachher, also 2015 hat die Rhein zum Beispiel im Ski Alpin und nachher, wenn man es nicht erreicht, ist man auch nicht und nicht da mit. Ja. Aha. Also dort ist man dann natürlich nicht im Sinn von einem Tourist wie Vanessa May. Ja. Aber auf unserem Niveau, also mitmachen, die Geschichte ist vorbei, da braucht man zum Beispiel Medaillen holen. Wenn man schon selber für einen Aufwand, das man betreibt, das Geld ist sonst besser investiert in die Jungen, anstatt irgendwann, wo einfach das auch nochmal dabei war, den Eltern, die du wirklich nichts reissen. Aber eben, du schreibst auch zu Recht. Das sage ich als Fan jetzt, oder? Das will nicht, das will nicht die entscheiden, das will nicht jetzt entscheiden. Ja. Aber eben, du schreibst natürlich auch, das ist natürlich auch, also du schreibst da rein, zum Beispiel, müssen wir vorlesen, also Marketingleute werden versuchen, hier in Cola, können Sie den ja mitlesen, Flaschen in die Hand zu drücken, sie mit dem Hamburg von McDonalds abzuwischen oder mit dem Produkt einer Firma, die dem Internationalen Olympischen Komitee keinen Rappen zahlt, oder? Also gratis Trittbrettfahrer und so weiter und so fort. Also, das wird dann natürlich schon Millionen Sponsoren machen, das natürlich auch locker. Also, die farbigen Punkte, die braucht es auch, oder? Absolut. Ja? Nein, also, das finde ich auch richtig. Und es ist nicht, man muss die Ideale vergessen. Es ist ein riesen Anlass von der Unterhaltungsindustrie. Und der hat durchaus recht, auch so daherzukommen. Da muss man nicht irgendwie Moralist spielen. Mhm. Die Frage ist dann nachher, wenn man es mit Steuergeldern finanziert, dann genau. Ist es ein bisschen anders. Da schreibst du auch der grosszügige Umgang oder mit öffentlichen Mitteln. Da kommt dann vielleicht auf das Haus von Switzerland mal vielleicht zu reden. Das ist ja mit Steuergeldern finanziert. Oder? Ja, und da gibt es jetzt ja, die Situation, dass in der Kommission drin, oder, zwei Homosexuelle drin sind, wo auch das möchte zur Sprache bringen. Jetzt gibt es die Diskussionen. Mhm. Wie ist die Diskussion da? Also eben, man hat jetzt zuerst die grossen Diskussionen quasi international, wo zum Beispiel die Amerikaner haben gesagt, wir schicken eine Delegationsleiterin, die homosexuell ist, um ein Zeichen zu setzen und so weiter. Das ist durchaus noch... Einfach halt, um die Olympiade brauchen, zum Beispiel. Das ist von mir aus noch so, ein gutes Zeichen, wo heute eigentlich sind Normalität sind. Und wo es sonst dann schwieriger ist. Also wenn man da ein Zeichen setzt, das ist okay. Ja. Nur sollte man es nachher, den Sport sollte man an sich sein lassen. Ja. Aber das andere ist klar, wenn man jetzt hergeht, da ist ja die Frage, warum kommt man auf die Idee, um das Haus aus Switzerland zu brauchen, anstatt mit Medaillen zu feiern und so weiter? Warum kommt man auf die Idee, um das zu politisieren? Der Grund ist klar, weil wir bei 5 Millionen Steuergelder finanzieren und das machen. Ist doch nicht nötig. Also, und da rede ich jetzt wirklich aus Erfahrung, weil im 94 in Lillehammer
habe ich das selber geführt. Wir haben es in 93 der Skiweltmeisterschaft in Morioka, dort wo Urs Lehmann Weltmeister war, ist auf dieser relativ einfachen Piste, da ist es nie auf dem Podest gestanden, eine ganze Karriere. Ja. Und da haben wir dort angefangen, einfach dort zu machen. Fondue-Sponsor und dann ist es immer mehr gewachsen und jetzt und da haben wir eine Nullrechnung, 50-60'000 Franken Budget, das aber reinkommt über Sponsoren. Und heute zahlen wir da mit Steuergeldern und dann kommt vielleicht fast zurecht, kann die Politiker daher sagen, ja, dann müssen wir es auch nutzen, politisch. Ist natürlich völlig falsch. Also man muss am Ansatz anfangen, nicht Steuergelder rein tun für solche Sachen, dann kommt man nicht auf die Idee, dann hat auch niemand reinzureden von der Politik. Aber es ist klar, also wer zahlt, befiehlt quasi. Und die Politik hat das Gefühl, sie hat einen Sprachruf. Und einerseits ist es ja auch zu verstehen, von diesen Anspruchsstellern, wie das wirklich etwas völlig Normales ist in der heutigen Zeit. Und anscheinend immer noch nicht so normal ist, dass man eben nicht gewisse Werbung brauchen kann. Und es ist halt kein Markenzeichen für die Schweiz, dass man es dann genau in dieser Situation noch müsste brauchen. Auch politisch nicht. Da können wir daher wie so einen Drittweltstaat, das etwas auch verbündet ist. Genau. Also da muss man, das ist offenbar ein Problem zu Russland. Oder offensichtlich nicht offenbar. Mhm. Aber, und das ist auch noch lustig, Sochi hat der Putin ja gerade kürzlich auch gesagt, wird es kein Problem sein. Zogert ja eigentlich schon, wie fast ein bisschen wie pervers es da ist, dass man nachher ein anderes Gesetz hat, als sonst in dem Land geltet für die Olympischen Spiele. Da wäre dann etwas, wo man übrigens hier zu Graubünden da hätte müssen damit leben, da wäre dann noch lustig geworden, wenn es so weit gekommen wäre. Aber eben, so weit ist es ja nicht gekommen, was erwähnt wird. Vielleicht ein grosser Sprung ist Staats mit der Sicherheit. Oder wenn das immer wieder gehört, medial verbreitet, dort hat es mal geklipft, da mal geklipft. Ist Staats mit der Sicherheit? Normalerweise sind die Spiele selber, also das ist eine recht grosse Fläche, die man abdecken muss. Mit 50'000 Sicherheitsleuten, die Russland einsetzt, ich denke, die wir jetzt herbringen, dass das nicht mehr passiert. Im Umfeld, man hat es ja gesagt, ja schon über 30 Tote gehen zu Volgograd, also nicht allzu weit weg. Aber meinst du, hat es die wirklich wegen der Olympiade zum Aufmerksamkeit? Ich glaube schon. Also natürlich nicht wegen der Olympiade, aber weil die Aufmerksamkeit auf die Olympiade angezogen ist, die Leute, die sind ja islamistische Kreise, die Leute, die da wollen aktiv sein, die machen dann natürlich, und darum sind die Olympischen Spiele attraktiv, also ein Schlusszeichen für das. Und was natürlich auch ist, je sicherer es wird, je mehr es auf die Sicherheit geht, umso weniger erfolgsfest wird es. Ist ja logisch, wenn du 50'000 Polizisten hast, die alle zwei Schritte kontrollieren, du musst fünfmal durch einen Scanner oder einen Athlet, dann pfeife ich vielleicht noch die Stahlkante von der Ski. Ich weiß so nicht, wie es denn geht. Oder? Also von dem her ist es natürlich schon, wie soll ich sagen, ein Niveau von Sicherheit, wo das Niveau vom Festen werden wird. Wenn ich denke, das Lillehammer tut mal im Langlauf 100'000 Leute, die da oben sind, schon in der Nacht oben geschlafen, erzählt, das geht natürlich nicht in diesen Sicherheitsding. Und das ist schade. Aber am Fernsehen merkt man dem relativ wenig, weil das sind Spiele, das sind Fernsehspiele schlussendlich. Aber hat man Angst? Das ist schon etwas. Hat Athleten, die Bedenken haben, ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Die haben eher Angst oder Bedenken, dass es kein Fest gibt. Und das soll sie schlussendlich auch sein, weil einfach die Sicherheit so gross ist. Und aber das ist schon Leute, das ist auch richtig. Also, da muss man schon Bedenken haben, ist klar. Wir haben eine Rekordbeteiligung, gell? Das ist noch speziell, dass unsere Delegation angeführt jetzt immer als Vater. 63. Ja, genau. Ich glaube noch gerne, außer mal in der Sommerolympiade so etwas kam. Eben, ich habe es vorher gesagt, kann man doch aufpassen, dass wir nicht zu viele Touristen mitnehmen. Ja. Okay. Also ganz sicher kein Tourist. Wir können vielleicht noch mal ganz schnell oder, auf den Seeblätter. Wir haben hier alle drei geblendet, damit alle die, die gleich noch nicht kennen, der Oberwalliser, oder? Übrigens jetzt anscheinend wieder liebesmäßig frisch liert, also wieder glücklich liert. Wenn aber über ihn etwas gesagt wird, nimmst du ihn etwa mal so auch in Schutz. Also ist er gleich irgendwie auf dem Weg zum Friedensnobelpreis? Also, so wie er jetzt hier im Bild gerade aussieht, haben wir sicher nicht gemacht, wenn er jetzt frisch verliebt war. Das ist vielleicht vorher noch passiert. Wir reden um andere Sachen. Nein, also ich bin ja einer von, oder viele haben ja gesagt, ich sei fast der grösste Plattenkritiker gewesen. Ja. Stimmt auch vor 2 Jahren, weil FIFA ist zum Reputationsrisiko für unser Land geworden. Vor der letzten Wahl, vergaben nach Katar. Jetzt muss man doch sagen, er hat in den letzten gut 2 Jahren hat er von diesen 24 Leuten im Exekutivkomitee hat er 8 in die Wüste geschickt, die meisten aussuchen. Alle sind dann irgendwann zu Konkurrenten geworden, das war vielleicht auch ein Grund gewesen. Aber er hat doch aufgeräumt,
Er ist klar mit der FIFA jetzt weiter, als es das IOC ist in Sachen auch Struktur und vor allem in Sachen Aufräumen auf dem Bekannten. Also kann man mit Fug und Recht sagen, er bemüht sich wirklich sehr. Und was man nicht einkriegt, das ist halt einfach schwierig in der Mitte. Ja, also was lustig ist, mit uns, er kommt aber nicht so vorwärts. Oder FIFA kommt nicht vorwärts, wenn es von Strukturen redet und Professoren anstellen, um die Strukturen aufzustellen. Wenn es wirklich darum geht, ums Handfeste und er will, dann geht es vorwärts. Du hast ja noch gesehen, Friedensnobelpreis, es ist tatsächlich mal ein Ziel gewesen. Also er hat das deklariert. Ja, natürlich. Ja. Das wusste ich nicht, also ich bin froh, wenn nicht im Komitee um es dürfen gehen. Aber man, Obama hat noch schon überkommen. Ja, und das ist heute unbemannte Drohnen Leute töten. Also ja, von dem her, ich weiß es auch nicht. Also ist vielleicht auch ein Preis, den man sich überlegen muss. Und ist halt lange dabei, steht immer zuoberst natürlich. Ja. Und wenn wir es hier anschauen, Ronaldo, oder? Weltfußballer des Jahres, zweiter ist der Messi gesehen und dann dritter der beste Ribery und, und dann hat es ja riesiges Geschrei, oder also Korruption, was geht da in der Schweiz ab, was ist da los, also mir hat das fast schon ein bisschen genervt, oder also ja. das Radio Gong, er hat da einen Bericht, ich weiß nicht mehr, Kilian heisst es, aber so irgendwie, ja. Wo uns die Schweiz wirklich so richtig in die Tinte gedruckt hat und was wollt denn ihr überhaupt mit dieser korrupten Schergenstaat, so ja. Eine, ja, das ist ja so. Radio Gong, weißt du, wie, ja, keine Ahnung, das ist Radio in München, ja. Wie ein FM ist das ja, so. Ja. Und natürlich dann auch wieder Sepp Blatter namentlich erwähnt. Also, machen es da mal so Fehler, oder? Sind jetzt auch zwei vor auch keinen Titel haben. Ja. Gut, da ist die Vergabe, sie haben sie nachher veröffentlicht, wo ein Druck war, und ja. Sind welcher Trainer, als wie gestimmt hat. Ja. Also da finde ich jetzt nicht ein riesen Problem. Klar, ich denke auch, ein Ribery, der wirklich Titel geholt hat, ein Ronaldo hat das letzte Mal nicht geholt. Ich weiß nicht, was da Kriterien sind. Mm. Also da finde ich jetzt von dem Radiogong ein bisschen lustig, oder? Aber das ist natürlich immer eine Phase. Ja, du warst München gewesen, natürlich. Ja, klar, immer dann kommt dann nachher logisch, oder? Das sind noch ein bisschen Lokalpatrioten. Mm. Aber sonst ist natürlich schon der Europarat, der auch noch ein bisschen mehr Einfluss hat als der Radiogong. Der hat vor zwei Jahren natürlich massiv auf die Schweiz und auf die FIFA eingeprügelt. Nicht ganz zu Unrecht, wollen wir jetzt sagen. Und die haben dann von einer Blatter- und Bankenschweiz geredet und da sie Korruption in Verbindung gebracht und einen ganzen Tag die Straßburg darüber verhandelt und verschiedene Sachen und auch Berichte daraus eben, und ohne wenn man so überlegt, oder? Politisch wird dann aus so etwas wird dann sehr viel gemacht. Also insofern ja. Ist es schon sehr wichtig, was für eine Ausstrahlung es ist. Es ist ganz sicher ja unbedeutend für Volkswirtschaft, ja. Ja. Aber man hat eine Ausstrahlung und jeder kommt raus, jeder kann mitreden. Ja. Ja. Darum hat er eine Ausstrahlung, wo lustigerweise viele Themen, wo eben Banken, so, da kann man auf der Straße vielleicht so nachvollziehen, wenn es ein Problem gegeben hat. Aber da im Schulter kann jeder mitreden. Und darum kommt eine völlig falsche Gewichtig über, ja. da bin ich einverstanden. Ja. Und unglaublich schwierig, wenn wir jetzt denken, Brasilien, die WM steht bevor. Wir sind jetzt übrigens, liebe Zuschauer, ein bisschen abgekommen von Sochi, oder? Wir müssen doch das auch ein bisschen nutzen, oder? Wenn der Ronaldinho Büchel eben als ehemaliger Sportmarketing-Verkäufer und übrigens Brot ist jetzt eine Sportfirma, gell? Ja, aber Verkäufer bin ich eigentlich nie gewesen. Ich habe immer da, wo verkauft war, ist umgesetzt vor Ort. Das war meine Arbeit gewesen. Auch bei beim Käse habe ich es umgesetzt. Ja, genau. Im Einkauf bin ich nie tätig gewesen. Auch nicht in mir Verbindungen geknüpft und am Schluss denkst du, Ja, da, also man hat dann über die schon gesehen und ist dann nachher auch gerichtlich beleidigt worden, gerade bei der ISA. Genau, ja. Aber erst 7 Jahre nach dem Konkurs war es im 2008 Gerichtsverfahren. Mhm. Drin, man hat schon gesehen, dass es nicht sauber ist. Und die Funktionäre auch. Du bist ja immer sauber rausgekommen eigentlich. Ja, gut. Das ist schon klar. Also das ist ja auch nicht klar. Du sparst die Finger drin, hast ja. Und das. Nein, ja. Aber die Leute, das sind natürlich ganz wenige in der Schweiz, die mit dem sind. Und es sind ja nicht die arbeiten, sondern sind die vergeben. Und die sind ja attraktiv. Du willst, dass die gehen. Und wenn es um Milliarden geht und du die Stimme vor allem kannst holen, dann ist der da schon noch eventuell ein paar Fränkli wert. Oder nicht eventuell, man hat es gesehen, ist so Welt weg. Und es sind auch Leute aus Kulturen, vielfach, die da normal ist. Die würde es nicht verstehen, wenn man nicht sauber wäre. Das ist ja zum Teil fast schon. Ja, in FIFA-Palast Zürich kannst du nicht rausgehen. Ja, selbstverständlich. Ja. Nein, ja. Ich habe auch ein recht gutes Verhältnis. Ich habe sie auch begriffen. Und wer weiß, vielleicht hat es ihnen auch geholfen, wenn sie nicht so gerne zugehen, dass man mal einen Anstoß geben musste. Weil sie haben ja bis vor 2,5 Jahren noch gesagt,
es gibt keine Korruption in der FIFA. Mhm. Das ist doch völlig falsch. Mhm. Also, du bist ja noch mit dem Rodi auf Weg und so, der Aufklärungsjournalist und so. Also haben sie sicher nicht gern gesehen. Also, hast du, also die Tür haben sie nicht zugemacht. Nein, also sie, sie machen sogar Politiker die Türen gerne auf einmal an der Kommission. Die zuständige Kommission hat sogar eine Sitzung. Bei der FIFA oben gehabt, hat mich ein bisschen verwundert. Das finde ich völlig falsch. Mhm. Also wenn man mit der FIFA etwas zu bereden hat, dann kommt man, die Kommissionssitzung ist zu Bern, und dann kommen die Leute, üblicherweise üblich ist, auf Bern und stand Rede und Antwort. Mhm. Wenn du da über den roten Teppich schreitest, ja nun, ich bin dort nicht Präsident, das war der Entscheid. Mhm. Also das hätte es sicher nicht gegeben, wenn ich Präsident bin. Aber du hättest ja auch manchmal... Ich kann jetzt nicht der Terry holen, wenn ich zwei Jahre nochmal Präsident bin. Aber das schlägt den Geist weg, du hättest manchmal wesentlich mehr können verdienen können als Nationalrat, oder? Ja. Ja. Und hast auch also ich habe das vorher auch gemacht. Ja. Nein, weißt du, ich meine, du hättest schon noch viel, viel mehr können. Also wenn wir sich Da muss ich jetzt so sagen, da ist jetzt etwas, aber vielleicht merkt man das auch. Also es ist weder als in dem Bereich Sport, aber ich war wahrscheinlich in einer Position, die interessant war, oder wo ich in Frage kam. Nein, Politik hat je einmal probiert, mich irgendwie zu kaufen. Nie die Hand auch am schwarzen Köfferli kaufen, nein, 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 so ist sowieso so. Nicht. Ich bin aber Gefühl, dass ich nicht mal einladen zuerst. Aber das ist natürlich klar, dass der schwarze Köfferli überdreht. Hat man auch über ab 2008 definitiv, vor einem Neuen, was passiert ist. Aber ich vermute, ich habe gesagt, die Leute, also die Funktionäre, die sind zum Teil, also die sind so Typen, so schmierig, die sind so ver... Ja, also Rindtaler kann man sagen, verfressen und versoffen. Die haben keine Doppelkinder, die haben dreifach Kinder zum Tod, oder? Und das ist natürlich wahnsinnig. Ja. Und denen siehst du schon, alles nicht super sind, aber du kannst nicht einfach vermuten und sagen, das ist nicht super. Das muss beleidigt und bewiesen sein. Und das ist jetzt eben zum Glück in dem ISL-Fall der Fall. Und darum kann man das auch richtig auf den Tisch legen und muss nicht nur vermuten. Wie sollst du vermuten, man sieht und macht, und man kann beweisen. Und dann muss man sehr vorsichtig sein. Weil das finde ich auch richtig, dass man einfach sagt, die sind alle korrupt. Da muss man schon belegen können. Ganz kurz vielleicht noch auf Brasilien, also die WM steht bevor, oder? Ja, und das wäre natürlich schon interessant, also wie, also gerade ein schlechtes Bild verrutscht, aber... Das ist ein dynamisches, aber wir arbeiten daran. Du hast es aus der Süddeutschen raus, oder? Das ist ein Trainingslager, wo in Brasilien einfach da die US-Mannschaft da absolviert. Dann ist das Klinsmann, ja, Bild, aber immerhin, oder? Das sind ja eh, wie Klinsmann sagt, ja, also sie sind da die grossen Stars und so weiter. Aber eben, jetzt natürlich kommt schon wieder der ganze Wind, auch schon wieder, oder? Gegen Seeplatter, gegen Pfeifer, oder? Wieso gibt man dort so etwas? Und man weiß ja, wie sie dann gerne demonstrieren. Also all diese Sportveranstaltungen, fast egal wie es uns gibt, werden irgendwie benutzt, um etwas in der Bevölkerung zu verteilen, wo man es so nicht kann in dem Mass, oder? Also grundsätzlich, Brasilien ist natürlich ein Fußballland, wo wir diskutieren, für den ist es so richtig und wichtig. Aber was halt in den Weltmeisterschaften viel oder all wieder passiert, man spielt in viel zu vielen Stadien, dort überall Infrastruktur auffahren, wo man nachher nur mehr nutzen kann. Und die Leute sagen natürlich, mit dem Selbstvertrauen, das die Brasilianer in der Zwischenzeit auch haben, sagen natürlich, nein, das ist nicht nötig. Und dann kommen natürlich auch Leute, die bei der ganzen Welt anschauen, dann kann man auch Themen aufbringen, wo man sonst nicht wieder hinschauen. Das wird natürlich zum Teil auch als Vehikel benutzt, das muss man schon sagen. Aber das andere ist klar, wenn die sagen, das Geld, die Milliarden, die man jetzt dort wieder investiert und FIFA den Stutz abzügelt und Kosten einem Veranstalter überlässt, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, dass man da nicht einverstanden ist, begreife ich. Und auch für den grossen Kritiker ist ja übrigens der Romario, der Rekordnationalspieler brasilianische. Genau, erstaunlich. Der Rekordtorschütze. Ja, und der ist jetzt politisch, ja, weil er ihn auch wieder dahinter sieht. Erstaunlich ist es nicht. Aber überraschend, weil andere sagen, der Ronaldo, das ist ja du, mach doch da mit und bin doch die Botschafter für dich. Und früher war der Schauspieler, der Arne, oder, in Kalifornien. Ja. Jetzt inzwischen kommt der Klitschko Ukraine, der Romario kommt Brasilien. Also, ja. Also Sport ist inzwischen auch irgendwie gut. Ja, es hilft natürlich zum Weltwärmebekannt, das ist logisch. Ja. Aber wenn du nachher natürlich an so politisiert, wie es der Romario macht, dann ist es, also der politisiert wirklich gut und genau, ja, schon mit dem Greco, ist wirklich sagenhaft. Und der ist nicht nur einfach ein Schnöri, sondern der hat auch Mitarbeiter, einen riesigen Stab, der ihm die Sachen aufbereitet. Und die Brasilianer, die machen viel größere und mehr Gesetze, als mir ist lustig, dann sind die immer einhalten, aber die haben wirklich, sicher, die haben, also das ist unvorstellbar, wie die für einen Aufwand betreiben. Und dann Klagen machen hin und her. Und gut, das Wichtigste, wenn man rauskommt, dann wird man dann sehen.
Nur ganz kurz, wir haben den Spielplan aufgestartet, um zu schauen, wenn man sieht, das ist jetzt schon extrem international. Die ganze Welt nimmt da teil, das wissen wir ja, aber man sieht es für den Spielplan nochmal so ein bisschen. Ja. Da spielen zum Teil natürlich auch Nationen gegeneinander, die sich vielleicht unter Umständen sonst nicht so gut mögen und so, oder? Vielleicht auch Probleme miteinander und so. Also, das passiert übrigens auch in den olympischen Dorfdienen natürlich, dass so Sachen passieren. Da haben wir gesehen, 72 in München, oder? Was für Spannung das da passieren kann. Das spielt alles natürlich auch eine Rolle und vor allem das trägt am Schluss dann die Verantwortlichen so irgendwie eben auch die Verantwortung. Ja. Also könnte man schon irgendetwas machen? Siehst du die politische Möglichkeit, dass man auch rauskommen können? Ja, nein, also es ist natürlich der Sport, das ist ja die grosse Chance im Sport, wenn er nicht versucht ist, dass man eben nicht zusammenbringt. In Iran und USA haben da schon mal eine WM gegeneinander gespielt, oder? Das ist ja etwas sehr Wertvolles, dass das passiert. Und dann muss man schauen, dass nichts Schlimmes daraus passiert von Leuten, die das benutzen. Aber an sich ist natürlich der Sport, eben die 32 Länder, die der WM teilnehmen, im Schutten und die, weiß nicht, wie viel das wäre jetzt, vielleicht 80, 90 oder Winter Olympischen Spiele, viel mehr der Sommer, Sommerspiel, dass da ein Austausch gibt zwischen den jungen Leuten, zwischen den Funktionären von mir, als Trainer, Journalisten und so weiter, da ist ja das Gute und das Wertvolle im Sport. Und dass da vielleicht auch mal nicht alles ganz reibungslos abläuft, ist auch nicht so schlimm. Schlimm ist es natürlich, wenn etwas passiert, eben wie München 72 oder andere Anschläge, die so anderen Spielen gegeben hat. Das ist ein Problem, aber an sich, dass die Möglichkeit gibt, dass man zusammenkommt. Und wenn man sich nicht ganz grün ist, das ist der grosse Vorteil, den Sport bieten kann. Nebst dem wunderbaren Unterhaltungswert, den er hat. Und darum muss ich nicht auch das schauen. Ganz kurz vielleicht noch schnell das Bild von Beckenbauer, oder? Katar, ganz kurz noch streifen. Katar ist ja umstritten, oder? Sollte es im Winter, sollte es im Sommer stattfinden, 2022, wird gesagt, das ist weit voraus, muss man denken. Und jetzt der Franz Beckenbauer, der ja schon ein bisschen Lichtgestalt ist, oder? Finde ich eigentlich einen sauberen Kommentar, ich muss es auch nicht so ganz gut aufschalten, aber wir können es vielleicht gleich einmal schnell lesen. Und er sagt einfach klar, wer hat den Muli, soll einfach daheim bleiben, oder? Also mit anderen Worten, jetzt ist es dritte und der Muli soll einfach daheim bleiben. Also muss man vielleicht auch längere Meter mitleben, entweder wenn wir die Weltmeisterschaften, wir wenden die Olympiaden, und dann gibt es halt so Sachen, wie das weltweit passiert. Und es kann nicht auf einmal heile Welt sein, nachdem so vorher, wenn die Veranstaltungen sind, auch keine heile Welt ist. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie damit leben, oder? Da glaube ich tatsächlich. Und schlussendlich ist es eigentlich der Sport selber. Da muss nicht die Politik regeln. Sondern der Sport selber muss sagen, nein, wir wollen nicht auf Katar. Schlussendlich sind es ja ein privater Veranstalter. Das ist ein privater Veranstalter. Klar, in gewissen Ländern ist der Staat dahinter, aber normalerweise ist es ein privater Veranstalter, wo immer ein privater Verein, wo das IOC ist oder die FIFA auch ist, etwas organisiert. Und wenn sie natürlich nachher zu viel Leistung oder viel Leistung vom Staat wenden und der Steuerzahler muss mitbrennen, ist so richtig, dass er mittritt. Aber im Prinzip, wenn der Sport das Gefühl hat, Katar sei es wichtig, dann soll es das Katar machen. Was einfach lustig ist, dass jetzt vor allem natürlich die Gianfranco Casper tut das auch vorbringen, wenn die Spiele oder die Fußball-WM wirklich im Winter wäre, dann kriegen sie ja praktisch mit den Olympischen Spielen zusammen. Und das tut sich natürlich kannibalisieren. Du kannst nicht über x Wochen diesen riesen Anlass haben, dann geht es dann auch ins Geld. Dann geht es ins Geld in irgendwo das Interesse, die Sponsorengelder und so weiter, weniger fließen. Fernsehrechtsgelder, die mehr ausmachen als Sponsorengelder, kleiner werden. Und dort ist es dann schon ein Problem. Oder natürlich auch das andere, bei 40 oder 45 Grad, wenn sie es im Sommer würden schütten, ist natürlich nur ein langweiliger Fußballmatch. Ja, als wie normale Verhältnisse. Also dann irgendwann hast du auch keine Lust mehr das zu schauen, wenn es rumläuft, wie lange ich hinter, oder? Also es kommt schon vieles zusammen, aber schlussendlich, da bin ich auch einverstanden, muss die Verbände selber, wo sie hergehen, muss aber auch in der Konsequenz erleben. Das heisst, wir freuen uns mit dem Simon Ammann, den wir hier jetzt wieder gesehen haben. Also, er ist das erste Mal der Fahnenträger. Er hat ja viermal natürlich schon eine olympische Medaille geholt. Oder? Und hat es da Sochi einmarschieren. Und eben, wie du gesagt hast, es sind wirklich wahnsinnig viele Athleten. 163 statt da. Und da lassen wir sogar die Grossmacht Deutschland hinter uns. Also, das ist unglaublich. Ja, aber während der Sport. Ja. Ja, wir haben 1948 statt hier in London, haben wir noch 181, aber sonst also noch nie so eine grosse Delegation. Also
mit anderen Worten, egal was man jetzt darüber denkt, müssen sie also auf uns zukommen. Du hast gesagt, also boykottieren, da muss man mit gemischten Gefühlen mal anschauen. Ja, Sicherheit ist kein Problem. Also wir dürfen vom 7. bis zum 23. ohne schlechtes Gewissen zu haben vor dem Fernseher sitzen. Ja, und wer das nicht will, der schaut nicht und dann können sie sich vorbeigehen und etwas anderes machen. Ja, das denke ich. Jetzt ist die Phase, wo man nicht mehr muss gross politisieren, da muss man im Vorfeld, das ist wichtig. Wenn man wirklich Interesse hat, den Sport zu sagen, nein, daher will man nicht. Aber jetzt, was dort ist, jetzt ist es auch fair gegenüber den Athleten. Wer es interessiert, der soll es mit Genuss schauen. Wer es nicht interessiert, muss es nicht schauen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, haben Sie gehört. Das ist das Pendant zum Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt von unserer Region, der Roland Rino Büchel. Und ich hoffe, ihr freut euch an den Resultaten, von den hoffentlich guten Resultaten, die wir Schweizerinnen und Schweizer vor dem Fernsehen können miterleben können. Und die weitergehen, ich glaube, die Tickets jetzt, oder? Ja, ich glaube, es kommt noch genug über. Ja. Wenn man selber zahlt, sowieso, hat es viele Politiker, die sich das Zeug zahlen lassen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch genug Tickets umeinander. Und auch, es gibt ja einen Reiseveranstalter, der die Reise organisiert. Also gut, kommt man sicher noch. In dem Sinn, Olympia, hoffentlich die Idee bleibt uns erhalten. Und ich glaube, da tragen wir vielleicht auch einen Teil dazu bei, indem wir vielleicht diese und jene Mechanismen ein bisschen besser verstehen und einfach denken, wenn wir die weite Welt rausgehen, dass dann die Korruption sich so abspielt, auch bei den Veranstaltungen sich abspielt und vielleicht nicht immer den Finger auf die zeigen, die zu oberst dran das organisieren müssen. In dem Sinn, freut euch auf Olympia.